gut. Also im Original war die Szene ein bisschen anders. Da war der Tod zwar ähnlich qualvoll, aber sogar ein bisschen qualvoll, würde ich behaupten. Was in aller Welt? Sieht auf jeden Fall lustig aus. Gut, die Grenze zwischen lustig und verstörend, die verschwimmt hier gerade so ein bisschen, aber... So, ein lustiges Rätsel, da fehlt uns aber noch was dafür. Das Rätsel kennen wir übrigens in ähnlicher Form aus Daymare. So, ein Werkzeug. Wir werden uns erinnern. Das war nämlich in der Nähe des Raumes mit dem Zepter. So, Gefängnisschaltschrank. Der Schaltschrank ist defekt. Könnte sich die zuständige Person schleunigst darum kümmern? Dürfte zwar allen bekannt sein, aber da der Schaltschrank höllisch alt ist, brauchen wir Schaltschrankteile, die nicht mehr hergestellt werden. Im Transformatorraum müssten noch ein paar herumliegen. Nachtrag. Mir wurde gesagt, dass im Transformatorraum nur noch eins dieser Schaltschrankteile ist. Der Typ, der die Glocke des Uhrenturms reparieren soll, müsste noch eins haben. Also nehmt es ihm, ich meine, bittet ihm höflich darum. Okay. So. Ja, dieser Ben Bertolucci. Ja, warum ist er jetzt gestorben und wie und wie auch immer. Ich meine, der Verdacht liegt ja zunächst nahe, dass es sich um das Vieh handelt, gegen das wir gerade gekämpft haben. Aber wenn man sich die Hand genau angeschaut hat, beziehungsweise den Arm, hat man gemerkt, oder vielmehr gesehen, dass es nicht dasselbe Monster war. Also die Frage ist, was für ein Monster... Was für ein Monster war es? Und ich war auch gerade ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Denn dieses andere Monster, offensichtlich, man hätte ja denken können, dass sich das irgendwie anderweitig ankündigt. Und das hatte ich auch in Erinnerung. Aber irgendwie, ja. Jetzt stehen wir mit noch mehr Fragezeichen über dem Kopf da. Also, okay, was für ein Vieh haben wir gekämpft? Was war das jetzt gerade? Und überhaupt, wer ist diese Frau? Und warum ist sie nicht so gekleidet wie im Original? Auch eine berechtigte Frage. So. Jetzt müssen wir ein bisschen lauschen, denn jetzt sind nämlich hier ein paar Wauwaus unterwegs. So, Schießstand. Da liegt jemand. Boah, es ist so heiß. Es ist so warm. Ich muss gleich mal die Aufnahme unterbrechen und den Ventilator anschmeißen. Entsorgungsnotiz. Zu entsorgendes Objekt. Schlüssel für Einsatzwagen 7439. Details. Verbogener, unbrauchbarer Schlüssel, mit dem man aber noch per Tastendruck Türen und Kofferraum des Wagens öffnen kann. Aha. Ja, nehmen wir doch. Da ist bestimmt was Schönes drin in dem Einsatzwagen. So, eine Dose. Was ist da wohl drin? Ist da vielleicht der erwähnte Schlüssel drin? Und tatsächlich. Ein abgenutzter Schlüssel. Ich könnte jetzt mal was probieren. Weil ich das Spiel ja so ein bisschen kenne. Und weiß, wann was ungefähr gescriptet ist. Okay. So, untersuchen. Und... Scheiß drauf. Gewerkschaft, Mathilda. Okay, ist alles gut. Okay. Denn normalerweise kommt man da ja zum späteren Zeitpunkt erst wieder hin, nachdem man das ja alles erkundet hat.
Und bis dahin hat ein Ereignis stattgefunden. Und durch dieses Ereignis ist es hier nicht mehr ganz so ruhig wie jetzt. Boah, ich hatte gerade so unfassbar trockenen Reizhusten. Jetzt drehe meine Augen. Boah. So. Das ist aber nicht so schlimm. So, es war hier eine Nachricht von Mr. Raccoon. Hallo, Jungs und Mädels. Hier ist euer Freund aus dem Raccoon City Zoo. Schön, euch zu sehen. Heute möchte ich über etwas reden, das mir sehr am Herzen liegt. Ihr kennt doch meine beliebten Mr. Raccoon-Figuren, oder? Also, ich habe gehört, dass einige böse Kinder sie für Schießübungen benutzen. Aber das macht mich sehr traurig. Liebe kleine Kinder, würden doch nicht so gemein sein, oder? Das ist nämlich total mega gefährlich. Also lasst das bitte schön bleiben. Wir sehen uns im Zoo. Mr. Raccoon, over. Raja, Raja. So, Karo-Schlüssel haben wir noch nicht. Ja, ich glaube, es wird alles ein bisschen getriggert. Ah, sehr gut. Nachdem wir den Karo-Schlüssel gesammelt haben. Ja, hier befand sich nämlich der Mr. Raccoon. Aber wie ich schon gesagt habe, die sind schon weg, weil ich die alle schon abgeschossen habe. Ja, okay. Also ist das für euch nicht mal nicht so wild, oder? Hier geht es ja um das Spiel an sich und nicht um so ein Gimmick. Gut, ich fühle mich wieder ein bisschen besser. Jetzt habe ich nämlich 6 Schuss. Was für mehrere Wauwaus reichen könnte. Ich meine, wenn die in der Distanz sind, dann kann ich noch die Pistole verwenden. Und wenn die nah rankommen, dann bräuchte ich dann doch eher die Schrotflinte. Okay. Blaues Kraut. Kann ich das auch mit dem gemischte Kräuter? Ich will es mal kurz untersuchen. Diese Mixtur gegen alle Gifte. Okay. Ah, okay. Na, wie gesagt, in Verbindung mit einem roten, aber ich habe jetzt kein rotes, verbessert es die Konstitution für eine Zeit, weil es nicht so verkehrt wäre. Hunde sind sehr agil, wie ihr wisst. So, ich bewege mich ganz vorsichtig und langsam wieder. Weil die haben zwar besseren Gehörsinn als die Licker, aber und sind nicht blind. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Das wird mies. Ich meine, das könnte ich auch umgehen hier, indem ich gleich einfach renne. Aber ich spreche von 3 infizierten Dobermännern, also ich meine, da müsst ihr schon sehr schnell rennen. Jetzt mal eine Frage an euch. Wenn ihr das Spiel, angenommen, ihr kennt das Spiel noch nicht, oder vielleicht kennt ihr es auch, aber tut einfach mal so, ihr würdet es noch nicht kennen. Hättet ihr die auch erschossen? Rein prophylaktisch? Oder hättet ihr gesagt, ach komm, lass die? Und hättet eventuell mit den Konsequenzen, die eventuell auftreten könnten, dann gelebt? Würde mich echt mal interessieren. Bitte schreibt mir das mal. Ob ihr das auch gemacht hättet, wenn ihr jetzt nicht wüsstet, was passiert. Oder passieren kann. Ah ja, auf jeden Fall gesehen, die Pistolenpatronen, die. Also man braucht 3 Schuss auf jeden Fall. Minimum. Und die haben jetzt nicht so die Hundstoppwirkung, die erwünscht. Und hier ist natürlich ja, ein Durchgang für Hunde. So, das ist die andere Seite, da waren wir gerade.
Gut, es geht ja darum, nicht nur darum, dass man das Spiel jetzt vielleicht kennt, es geht auch darum, wenn man einfach Survival-Horror-Spiele kennt. Man einfach weiß. Ich mach das schon mal. Einfach weiß, wie die Spiele funktionieren. Also, dass dann eventuell, bei Resident Evil 4 war es ja genauso, dass irgendwann die Hunde eventuell doch dieses Tor durchbrechen könnten. Okay, jetzt bin ich hier. Ich muss mal kurz, ist es der Transfer? Ja, das ist der Raum. Aber was wären jetzt die Alternative gewesen? Das muss ich mal kurz gucken. Leichenhalle, okay. Die Leichenhalle. Gut, hier ist der Vorteil, das sind Zombies, die hört man. Autopsiebericht Nummer 53477. Also vermeintlich sind hier Zombies. Name des Verstorbenen, Justin Hansen. Männlich, weiß, 39 Jahre alt. Beobachtungen. Vom Personal tot im Bett seiner Gefängniszelle aufgefunden. Hände aufgrund der Leichenstarre zusammengeballt. Sollte bald nachlassen. Wahrscheinlich nach Löschung des Lichts verstorben. Der Verstorbene war ein Kleptomane, der mehrmals in Haft saß. Unglaublicherweise klaute er sogar im Gefängnis weiter, wobei das nur seiner klinischen Diagnose entspricht. Guti, guti, so. Guck mal, was hier so drin ist. Nix. Also muss man gedrückt halten. Oh, ein rotes Kräutchen. Das nehmen wir doch tatsächlich gerade mal mit. Und kombinieren das hier mit. Da mache ich eine super duper Mixtur. Schützt kurz vor Gift. Ah, und sie mindert erlitten. Also sie schützt vor Gift. Sie mindert den Schaden. Okay. Also praktisch vor Bosskämpfen. Vor allem, wenn man davon ausgehen darf, dass der Bossgegner einen vergiften kann. Eventuell. Ja, das kennen wir aus dem Original. Mit den Kakerlaken. So. Und hier ist jemand drin. Blendgranate. So, ich würde sagen, ich schiebe mal lieber wieder rein, hm? So. Machen wir auf der Seite weiter. Ist hier noch irgendwas zum Sammeln? Offenkundig nein. So, fangen wir mal hier hinten an. So. Da ist nix. Ein Dude. Hier liegt was. Das nehmen wir noch nicht. Gut, da ist nix. Was ist hier drin? Nix. Was ist hier drin? So. Die Person hat nichts für uns. Also schieben wir die wieder rein. So. Alles klar. Dann würde ich jetzt einfach mal das hier nehmen, was sich hier befindet. Es ist nämlich ein Schlüssel mit einem Karo. So. So, wir hätten ja theoretisch jetzt rausrennen können. Alter. Alter. Aber ihr seht, kommt da noch jemand. Das heißt, rausrennen wäre keine so gute Idee gewesen. Bleib mal stehen jetzt. Das ist unfassbar, ja, wie viel die aushalten. Das ist unfassbar. Ich probier's. Das war knapp. Nein! So. Ja, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich jetzt keinen 20 Schuss verbrauchen müssen. Dass die sich da so fest
dass sie so hängen bleiben quasi. Gut, also schön Munition verballert, aber ist nicht so schlimm, wir haben ja mehr als genug Schießpulver. So. Ich überlege jetzt gerade, wie wir es machen. Wir schauen uns mal die Karte an. Transformatorraum. Okay, also in die Leichnam müssen wir nicht mehr, da haben wir alles. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich nehme jetzt mal dieses Kraut. Wow. Hat uns das relativ wenig gebraucht. Ich habe gedacht, wir kommen wenigstens gerade zu dem grünen Bereich. Schießpulver. Ja, das sieht nach einem wichtigen Gegenstand aus. Ich probiere gleich mal was. Was ich so bisher noch nicht probiert habe. Außer auf Ethan einmal, glaube ich. So. Gucken wir mal. On. Off. Ja, sieht gut aus. So, Alex, dann laufen. Einfach nur laufen. Natürlich angeschlagen, wie es das gehört. Nimm es, nimm es, nimm es, nimm es, nimm es, nimm es. Ah, Mann! Ich bin zu hektisch. Laufen, laufen, laufen. Laufen. Wo lang? Wo lang laufen? Hier lang laufen. Und dann rechts rum. Laufen, laufen, laufen. Laufen, 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 laufen. Der will mich gleich von hinten angreifen. Das habe ich mir gedacht. Ist auch nicht schlimm. Laufen. So, laufen. Schießstand. Karo-Schlüssel. Geradeaus und rechts. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. So, wow, wow, kommt keiner rein? Nein, das ist sehr gut. So. So, ich hoffe, hier ist kein Gegner drin. Ist auch nicht gut. So, so schnell sind wir dann auch nicht. Nächster Film. Oh, nächstes Kräutchen. Alles klar. So. Was habe ich eigentlich als Sekundärwaffe? Ah, Messer war ja aufgebraucht. Da lag ja noch ein zweiter auf dem Schießstand. Haben wir ja alles? Ja, wir haben alles. Also, laufen. Laufen! Ich habe L1 gedrückt. Ich habe L1 gedrückt. Was soll das? Gut, dann heile ich mich halt. So, jetzt muss ich nur gucken, wo ich langlaufen muss. Immer. Als willst du mich verarschen. Da geht's zum Schießstand, ne? Eine Kacke! Danke. So. Laufen. Jetzt muss ich ja. Jetzt muss ich nur gucken, wohin laufen, weil. Ich muss hier hin. Also nach links. Okay. Links und laufen. Laufen, laufen, laufen. Laufen, laufen, laufen. Gut, alles klar. Nichts passiert, alles gut. So, jetzt holen wir uns nämlich gleich erstmal hier die Bretter. Was haben wir hier noch? Schoflin-Munition. So, das war lustig. So. Und Licht. Gut, dann erstmal Truhe.